So, herzlich willkommen zu unserer kleinen Zwischenfolge. Genau. Wir werden jetzt heute probieren, ja, wir haben das noch nie gemacht, aber wollten das gerne mal probieren, eine Audio-Kommentar-Folge zu Freeze zu machen. Also wir werden jetzt den Film abspielen, sagen euch, wann wir genau starten, dass ihr auch simultan, wenn ihr wollt, euch den ablaufen lassen könnt. Mhm. Und dann werden wir in Echtzeit einfach unsere Senf dazugeben. Ja. Genau. Ich bin auch schon gespannt, wie es funktioniert, weil eben ich habe mir immer gedacht, bei ich habe mir früher immer sehr gern die Audiokommentare vom Regisseur und so angeschaut, weil man da eigentlich immer am meisten erfahren hat. Definitiv. Und ich habe mir immer gedacht, sowas würde ich mal gern machen. Aber ich glaube, es ist einfach enorm schwierig, wenn eine Szene kommt, was dazu zu sagen und während man fertig geredet hat, läuft schon wieder irgendwas anderes. Das kann also, ich mir jetzt gut es vorstellen. Es kann leicht sein, dass es totaler Käse wird, aber wir probieren es jetzt einfach mal aus. Genau. Und wie der Forschung gesagt hat. Ihr seid direkt dabei, wenn wir das zum ersten Mal versuchen. Yeah. Und wie der Forschung gesagt hat, wenn es voll scheiße ist, seid froh, dass der Film nur 16 Minuten dauert. Genau. Also, wir starten jetzt das Video in, auf 3. 1, 2, 3. Okay, es geht los. Oh, nein, das hat nicht funktioniert. Nochmal Stopp. Das war nicht ganz am Anfang. Ach so. Mein cooles Logo ist nicht kommen. Okay, jetzt. Wir starten jetzt nochmal auf 3. 1, 2, 3. Jawohl. Breakdown Entertainment. Deine coole Intro-Animation. Deine coole Intro-Animation. Obwohl ich jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich diesen Brand noch weiter betreiben will. Okay, wir fangen an. Wir sind im Weltall. Optical Flares. Oh ja, ein cooler Optical Flare mit einem, einfach ein Bild, das ich ausgeschnitten habe, einem Space-Bild und dann animiert. Ist die Atmo und Musik auch von dir gemacht? Fragezeichen. Es ist ein bisschen zusammengemischt aus allem. Okay. Also es sind so ein paar Drohnen-Sounds, die halt irgendwie aus dem Internet sind. Und der erste Anruf kommt schon rein. Geil. Aber egal, ich glaube, man hat es nicht gemacht. Also die Sounds sind schon recht, also es ist kein Track, der so klingt. Aber jetzt dieses das ist halt ein Soundeffekt. Und den habe ich halt so zusammengeschnitten. Da ist jetzt nochmal der Effekt, gell? Ah ja. Von dem wir das letzte Mal gesprochen genau. haben. Genau. Da wird man so reingezogen. Genau. Aber irgendwie fand da diesen Anfang schon cool, weil es auch diesen großen Rahmen zeigt. Ja. Da die Lens-Blur mit den Dreiecken. Stimmt, genau. Das war was ich drauf geachtet habe. Jeder Lens-Blur bei mir hat eine dreieckige Irisform. So hipster. Nein, ihr habt das cool gefunden, nicht hipster. Da kann man jetzt gleich nur dazu sagen, in diesem Kastel da im Hintergrund, da drinnen steht. Da ist der Fötus. Genau, das ist ein Baby-Embryo. Ja, aber einer aus Plastik. Ja, kenne ich da. Da habe ich die Taschenlampe mitgetrackt und einen cooleren Optical Flare drauf gemacht. Ist der Anamorph eigentlich von der Bewegung her schon, gell? Ja, genau. Und sie wird schon direkt entführt. Die Idee war eigentlich, dass das seine Sicht ist, weil er ganz starr ist. Und in ihm diese Sachen runtergeladen werden. Und wenn man die Texte mitliest, dann versteht man die Story von Anfang an besser, als wenn man sie nicht mitliest. Weil da halt wirklich steht, dass das und das jetzt runtergeladen wird, die Verbindung wird hergestellt zum Server und so weiter. Wenn man das mitliest, versteht man mehr. Das muss man sich erst antun. Ja. Genau, und jetzt langsames Aufwachen. Das finde ich, habe ich recht oft im Film, sehr langsame Übergänge. Ja. Aber das finde ich immer noch sehr cool. Genau. Da ist übrigens dann der Nachbarin nochmal runtergekommen. Ah, das kommt erst später. Ja. Aber eben da ist jetzt, er wacht sozusagen aus diesem Freeze aus. Man sieht, dass das Armband auf seiner Hand grün worden ist. Was heißt, dass jetzt sein Schutz sozusagen aktiv ist. Das habe ich sehr stark drauf getrackt. Das wackelt extrem. Ich finde die Heizung witzig. Genau, das war das. Dieser Schutz hat dazu geführt, dass er irgendwie ein Backup, das macht auch keinen Sinn. Er hat irgendwie was reingeladen wieder, keine Ahnung. Das ist jetzt zu kompliziert, um es zu erklären. Ja, genau, da habe ich sehr coole Visuals gemacht. Ja, ganz cool. Naja, gut, das ist in der Bild billig, aber ich habe sie komplett selber gemacht eigentlich. Und da sieht man auch wieder dieses Active, das ist eigentlich die gleiche Animation, die ich auf der Uhr dann gehabt habe. Und da sieht man ganz schnell ein Gehirnscan. Das, glaube ich, gibt sehr viel. Also das waren halt so visuelle Elemente, die ich mir gedacht habe, die haue ich rein, um halt die Story. Wow. Deine
Boah, ja, das war so ein Ding. Ich habe von der anderen Seite in Sound nicht gehabt, deshalb habe ich sein Ja aus dem Voice-Text-to-Speech-Ding rausgehauen. Geil. Da habe ich immer gefragt, warum du da sein Bild zuerst abgeblendet hast langsam, warum du keinen direkten Schnitt das zu dem Establisher gemacht hast. Was jetzt auch nicht. Stammen aus Evas. Oh Gott, dieser Dialog ist so furchtbar. Also vor die Texte jetzt. Aber was ich da ganz cool gefunden habe, jetzt auch wieder dieser erste Shot, wo die Blenden so ein bisschen wackeln, ja, und dieser Wind, weil ich finde, es gibt viel Atmosphäre. Der Wind, ja, ja, das stimmt. Ja, und das Color Grading, so jetzt am Handy-Display, finde ich es eigentlich ganz okay. Eben sehr viel Weiß und da wird jetzt Rot als Hauptfarbe gehabt. Ja. Das war, glaube ich, sogar halbwegs so geplant mit der roten Krawatte und dass er auch was Rotes anhat oder so. War ja. Und jetzt reden sie halt. Bisschen jung sind sie halt beide. Das ist einfach das Phänomen. Das ist ein Phänomen, das haben wir gerade davor wieder gesagt. Ja. Je unprofessioneller der Film, desto jünger die Schauspieler. Problem haben wir, glaube ich, alle gehabt. Ja. Ja, weil man nimmt halt einfach die, die man irgendwie kennt und herkriegt, ja, und das sind halt meistens junge Leute, weil ältere Leute machen da halt nichts gratis. Ja, genau. Da war der besagte große futuristische Fernseher. Ja, das ist schon ganz cool, wenn er sich so hinstellen würde, diesen großen. Ja, ja, eben. Eben das war eben der Grund, warum ich das gemacht habe. Und ich habe mit denen auch so einen Deal gemacht, dass ich für denen dann einmal gratis irgendwas gefilmt habe bei einem Skirennen, was voll der furchtbare Dreh war. Aber da hat die da eine Flo gesehen. Ja, stimmt. Ja, und da, ja Gott, der Dialog ist recht irrelevant eigentlich. Aber jetzt denke ich mir gerade, es sind mehr Szenen halbwegs aufgelöst, als ich mir es jetzt im Kopf gehabt habe. Ja, also ich habe mir jetzt auch gerade gedacht, ich habe in Erinnerung gehabt, dass es weniger Einstellungen waren. Ja, das sind jetzt eigentlich mehr gewesen. Ja, genau, da haben wir gedacht, wenn man jetzt ihn ja so nahe und Ding gesehen hat, dass das halt ein emotionaler Moment für ihn war eigentlich, dass er diese Daten ihm gibt, weil er sie ja eigentlich vernichten will und er wollte sie eigentlich nie rausrücken, weil das halt sozusagen sein Lebenswerk, was ein bisschen witzig ist, weil er sehr jung ist, aber halt seine wichtigste Erfindung oder das, wo er beigetragen hat, ist, und deshalb will er halt nicht, dass das zerstört wird, aber er hat ihn jetzt halt so ein bisschen überzeugt, dass das wichtig ist und er. Oh, sehr emotionale Musik. Er schaut recht blass aus, gell? Ja, das ist aber vom Grading. Also ich finde, okay, da könnte man sicher das Grading noch ein bisschen besser machen. Ja, das Rausgehen, das schaut lame aus. Ja, der war jetzt witzig irgendwie. Ja, und der ist cool. Ja, eben da mit dem Dolly, leichter Dolly-Move. Das weiß ich noch genau. Da habe ich so einen extra Tischdolly gekauft. Und aber der schaut ziemlich gut so aus, kommt ja, irgendwie, vor auf dem. Irgendwie schon. Und das war so ein Übergang, den ich mir wirklich überlegt gehabt hat, der aber irgendwie nicht so funktioniert. Weil ich habe mir dann immer gedacht, weil er fährt jetzt runter und eigentlich wollte ich halt so, dass man sieht, wie die Schatten sich bewegen und so, dass Zeit vergeht und dann der andere Typ kommt. Und so denkt man jetzt einfach, ist das jetzt der gleiche? Hat sich der nur umgezogen? Ja. Oder was passiert da? Das sollte eigentlich ein cooler visueller Übergang sein. So, ja. Und der wird halt jetzt da verdroschen. Das hat sogar ganz gut funktioniert, finde ich. Und das sollte eigentlich zeigen, dass diese, ich habe sie Freeze Force getauft, halt denen auf der Spur ist und eigentlich Jagd nach denen macht. Und das finde ich cool, dass du den so nochmal abgeschlossen hast, ja, rückwärts einfach. Das finde ich auch. Zuerst gehst raus und dann rein. Ja, voll. Aber da, warum hast du da, ich blend. Das verstehe ich gerade auch nicht. Ja, wahrscheinlich, weil es halt ein Zeitsprung war. Aber hätten wir, jetzt wo du jetzt so sagst, hätten wir wahrscheinlich auch ohne Blende lösen können. Genau, er ist jetzt nochmal zurück. Ah ja, genau, das war das. Er ist nochmal zurück und hat den ganzen Scheiß jetzt gelöscht. Stimmt, das kam erst nachher, wo er das. Ja, aber das haben wir halt unter einmal gefilmt. Deshalb, ja. Das ist witzig, ich habe mir heute einmal angeschaut und ich habe schon wieder vergessen, dass das eigentlich erst nach der. Ja, na eben, es ist ja. Es ist ja gleicher Tag. Wir haben den Müllkübel habe ich extra gekauft aus Aluminium, damit man ihn gut anzünden kann. Ja. Ja gut, da der Außenbereich schaut nicht so sonderlich cool aus, muss man leider sagen. Da haben wir nicht viel Spiel gehabt. Ja, aber da muss man echt sagen, ich habe mir zu wenig Mühe gegeben, da eine coole Location zu finden. Und das ist jetzt der besagte Transition-Shot, den ich komplett erfunden habe. Weil man sieht jetzt, er dreht sich und ich habe genau da weggeschnitten, wo so der Kopf in Richtung der Tür war. Ja. Eigentlich ist er dann wieder zurückgegangen. Aber das ist halt einfach der Rolly. Ah ja, das bin ich.
Und ich habe halt gedacht, dass das so ein bisschen der Boss ist, der das Ganze koordiniert. Mhm. Und dass der ihnen halt sozusagen jetzt die Freigabe gegeben hat, dass er den jetzt auch abknallt. Der Shot war ganz cool. Also das wollte ich halt echt irgendwie so ein bisschen cool inszenieren. Ist zwar nicht sonderlich lang, aber hat halbwegs funktioniert eigentlich. Und ich habe eine GoPro auf die Knarre auf das große Gewehr gemountet gehabt. Ja, genau. Was man einmal bei der Drehung gut gesehen hat. Ah ja, und dann mit dem Rauch, da haben wir, glaube ich, ein bisschen rumprobiert, dass der Rauch da dann auch wirklich aufgeht. Der Rauch war übrigens fake von oben. Den habe ich reingemacht, weil es da dann einfach nicht mehr geraucht hat. Das war relativ kurz nur, dass da der Rauch war. Ja. Oh Gott, das war auch so ein Ding. Das habe ich nicht geplant. Das habe ich einfach nur dazwischen als Erklärung. Weil das habe ich gesprochen. Also das eine und das andere habe ich gesprochen. Und dieser Typ in der Maske bin auch ich, vom Greenscreen. Ja. Und dann habe ich ein Bild genommen, das so ausschaut, als wäre jetzt in dem Raum. Ja, das waren echt so Sachen, wo ich halt gedacht habe, es muss irgendwie, das war auch so ein Erklärungsding mit der Stimme. Da habe ich mir gedacht, das hat mir echt so ein bisschen in den Arsch gerettet, weil ich durch das noch viel erklären habe können. Mhm. Es hat aber nur eine Stimme auf Englisch gegeben, deshalb redet die Stimme Englisch, die halbwegs gut geklungen hat. Das sind coole Effektshots. Das finde ich sind unter anderem die geilsten Shots im ganzen Film. Dass jetzt eben, also ich habe jetzt nicht aufgepasst vom Sound, aber jetzt hat er halt wirklich den Hardcore-Freeze irgendwie ausgelöst. Ja. Ich glaube, da ist auch die Grundstory, dass sie müssen irgendwas machen, das nur geht, wenn sie einen totalen Freeze erzeugen. Ah. Und deshalb wird da halt diese ganze Freeze-Force alarmiert, dass jetzt das gleich kommt. Deshalb stehen sie halt auch da wie eine Armee. Die Szenen sind übrigens aus dem ersten Teaser. Ich wollte gerade sagen, weiß der Typ eigentlich überhaupt, dass er rein im Video ist? Nein. Aber ich habe gedacht, sie sind alle so... Deshalb habe ich einige Greenscreen. Das finde ich auch ganz okay. Und ich habe es cool gefunden, dass sie einen Polizisten... Der Effekt ist ganz genau, witzig. Das ist der auch einer der coolsten Shots. Einfach visuell, finde ich. Ja. Und er ist jetzt im Hacker-Hoodie-Modus. Der kommt plötzlich so daher, finde ich. Irgendwie, dass er dann da ist. Ja. Wobei eben das jetzt ein Übergang war, der halt nicht mit Schwarzblende. Der funktioniert auch, finde ich, cool, weil du ja da auch diese Partikel zuerst bei ihm hast und da kommt dann der Regen. Ja, eben, da hat der Regen dann schon funktioniert, finde ich. Das ist jetzt besagte Kampfszene, weil er muss jetzt sozusagen noch irgendeinen Zugangscode, den halt nur, haben wir gedacht, halt eher hochrangigere von dieser Freeze Force haben, klauen muss. Er hat ihn elektrisiert, um dieses Ding zu disablen, aber es hat sich halt dann relativ schnell wieder angeschalten, weshalb der dann wieder aus der Starre aufscheint. Es ist ein Wahnsinn, wie kurz die ist. Aber das hat man gut gesehen, dass ich ein bisschen schneller gemacht habe, wo er hinfällt. Da ist der nasse Boden aber ziemlich gut. Das stimmt. Und diese Szene hat komplett keinen Ton gehabt. Ah ja, den Effekt habe ich cool gefunden. Ja. Weil das war auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, das Würgen schaut so unecht aus. Deshalb habe ich den Effekt mit diesem Bildzittern noch reingetan. Und das war, finde ich, auch recht nett überlegt. Dadurch, dass er ihn halt würgt, zeigt er ihm eigentlich seine Schwachstelle, dass er auf dieses Armband kommt und es ausschalten kann. Das muss schon wahr erst noch checken in der Geschwindigkeit. Ja, aber ich finde eben, dadurch habe ich halt das grüne und rote Licht noch eingebaut. Ja. Also ich finde, das funktioniert halbwegs. Jetzt schafft er eben das, schaltet das aus und da war eben jetzt dann die Idee, dadurch, dass es ausschaltet, ist ja der Freeze zu Ende und der Typ startet halt dann, kommt halt dann wieder und er ist abgelenkt und scheiße gelaufen. Mhm. Da wollte ich echt ein wenig radikal, die Slow-Mo war leider ein bisschen dumm, aber der Shot war zu kurz. Mhm. Und ich habe gedacht, ein bisschen passt, weil oft in Spiele haben sie das auch, dass das Bild, so bei GTA war das, glaube ich. Und da war dieser weiße, besagte Shot, wo ich echt die Zuschauer sozusagen so lang wie möglich hinhalten wollte, wo sie dann denken, was passiert jetzt? Ist jetzt aus oder passiert irgendwas? Und es hat aber bei den ersten Vorführungen sehr gut funktioniert. Mhm. Weil ich weiß noch, bei der ersten Vorführung haben da dann schon ein paar Leute angefangen zu klatschen, weil sie gedacht haben, jetzt ist aus. Ja. Stimmt, was noch. Und das ist eben so ein Übergangseffekt, den ich ganz cool gefunden habe. Genau, da habe ich mit der Laura irgendwas gemacht. Da habe ich halt gedacht, ich will Leute zeigen. Den fand ich visuell cool. Ja, eben, weil das ist eine coole Location halt. Da wollte ich halt dann einfach Leute zeigen und diese Nachricht, die man jetzt hört, soll eigentlich in ihrem Kopf stattfinden. Also dadurch, dass das Ding jetzt ausgeschalten wird, wird ihnen erklärt,
was passiert ist. Und dadurch wissen es dann am Ende alle. Okay. Der war komplett animiert, der ist komplett animiert. Der eben, ich habe ein bisschen um die Erde so ein bisschen ein Feld gemacht, ja, weil ich gedacht habe, um das zu visualisieren. Der Übergang war ganz geil. Voll. Aber den finde ich eben dann generell cool. Du hast einfach so einen großen Rahmen dann. Ja. Also. Ja, und das ist halt alles After Effects, wo ich echt ein bisschen gestruggelt habe, dass das cool ausschaut am Ende. Und das, da biss ich mir selber immer an, warum ich da wieder mich selber genommen habe. Ich wollte eigentlich, dass da so irgendwie so ein Farmer in China oder so steht. Mit so einem Hut oder so, so ganz klischee-mäßig. Aber ich habe keine Ahnung. Ja, und der sieht halt jetzt, und ich glaube, wenn man sieht, ich bin von hinten zweimal, und das ist einfach voll verwirrend. Das ist gemein, weil man sieht dann doch von hinten, dass es und ich habe halt gedacht, das erkennt man nicht oder so. Ja, das ist eben das besagte Stock-Footage, das dann, also eigentlich jeder Mensch auf der Welt weiß jetzt eigentlich, was passiert ist. Und ich glaube, das führt dann vielleicht schon zum Ausnahmezustand. Das fällt mir jetzt ein. Das finde ich irgendwie, da habe ich das Gefühl, dass da der visuelle Stil nochmal doch recht umbricht. Ja, das stimmt. Das liegt einfach am Stock-Footage. Ja. Und ich wollte halt dieses zerstörte bisschen, die Technik ist zerstört, deshalb habe ich halt diesen Glas-Ding und ich wollte dann irgendwie, keine Ahnung, mit Zensur und was auch immer, deshalb habe ich die Namen da so durchgestrichen. Ja, also das hat was Punkiges. Es hat ein bisschen was Punkiges, es passt nicht ganz dazu, da ist was dran. Aber ich habe auch nicht gewusst, was ich sonst rein tun soll. Und ich habe da ein paar coole Aufnahmen gefunden, die man halt royalty-free verwenden können. Deshalb habe ich das verwendet. Ja. Jetzt kommt der Abspann. Ja. Ja, ich würde sagen, wir lassen es beim Abspann, weil die Post-Credit-Szene ist einfach so unnötig, dass wir uns die gar nicht mehr anschauen werden. Ja, ja, ich finde jetzt, wo ich ihn so gesehen habe, finde ich es gar nicht so schlimm, wie ich es in Erinnerung gehabt habe. Ja. Ich glaube, wenn man nochmal ein bisschen Abstand kriegt, dann fallen einem nicht sofort die Sachen auf. Ja, das stimmt. Und wir haben es jetzt auch auf dem Handybildschirm angeschaut. Das ist auch nochmal ein Vorteil. Ja. Ein Pluspunkt. Oh, da habe ich mein Logo stehen lassen. Sehr nice. Aber es ist schon ein bisschen nachgefahren. Es war nicht sehr sauber animiert. Jetzt kommen wir doch noch zur Post-Credit-Szene. Doch noch die Post-Credit-Szene. Eben schon, das ist jetzt eben, das sind diese besagten Flyer. Ah, das waren die. Und es gibt dann jetzt noch einen Shot. Von der Tür. Nein, jetzt gibt es nur den Shot, wo ein Flyer, schau, ich habe ihn da extra langsamer gemacht, dass man sieht, da sieht man eigentlich einen Text und da ist jetzt dann auch so ein Shot, wo eine diese Maske, von denen halt Bild zerstört, mit Blut drauf rumliegt, wo man halt sieht, das ist sozusagen das Aftermath vom Event. Also so ein bisschen, und das ist diese besagte Tür. Es passiert eigentlich echt nur viel an so einem Schluss. Ich passiere mal kurz. Ja, und man sieht, das ist die Tür von der Feuerwehr in Inzing, weil die rot-weiß war und ich gedacht habe, ich bin oft an der vorbeigegangen und habe gedacht, das schaut visuell cool aus und passt zu diesem rot-weißen Look von ihrem Meeting und habe dann irgendwie gedacht, dass rot ihre Farbe war und deshalb dann auch die Farbe von die Guten am Ende irgendwie wird. Aber das sind halt alles so Überlegungen, die man nicht versteht und eben da, ich wollte dann irgendwie, dass die ein Zeichen haben, wie es halt in solchen Filmen immer ist. Deshalb habe ich da so einen Scheiß auf die Tür geklebt. aber die Tür schaut schon an sich ganz cool aus. Und eben, sie hat immer spannend ausgeschaut. Ja. Und deshalb habe ich gedacht, baue ich die ein. Ja. Sehr cool. Ja, das ist dann der letzte Shot, die Tür, und dann ist Schwarzblende. Genau. Dann haben wir uns den auch angeschaut. Ja, haben wir uns den angeschaut. Das hat jetzt überraschend gut funktioniert. Ich finde, man hat immer recht schnell reden müssen. Aber es waren, glaube ich, doch noch ein paar Sachen dabei, die jetzt in der ersten Folge nicht gesagt habe, weil man so halt dann doch noch was sieht und ja, also je nachdem, ob man wie fleißig man mit aufnehmen sind, ist das jetzt entweder Zwischenfolge oder eine Hauptfolge. Genau. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben Instagram, Facebook, YouTube, teilt es euren Freunden und so weiter. Wenn ihnen langweilig ist, wollen sie vielleicht gern sowas anhören. Ja, genau. Oder falls ihr einen filminteressierten Cousin oder anderweitig Verwandten habt, dann schön zeigen. Genau. Aber ihr wisst eh, wie das abläuft, deshalb, glaube ich, reicht es. Dann danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.